Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video. Heute geht es mal um ein etwas ernsteres Video, ein etwas ehrlicheres Video. Und zwar möchte ich mit diesem Video heute zu meiner Community kommunizieren, was ich ja in letzter Zeit etwas zu wenig gemacht habe. Aber mehr Infos erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich muss da ehrlich mit euch sein, 2021 war nicht das prickelndste Jahr. Ich habe in diesem Jahr nur 10 Videos hochgeladen und das ist etwas rekordverdächtig. Allerdings muss ich sagen, ich habe in dem Jahr sehr wenig World of Warcraft gespielt und dementsprechend generell wenig am Computer gesessen und mehr mein Real Life so ein bisschen vorangetrieben. Abgesehen davon hatte ich in meiner WoW-Laufbahn noch nie so einen Tiefpunkt und war noch nie so unmotiviert. Generell für World of Warcraft. Klar, wenn man aktiv WoW-Videos betreibt bzw. einen YouTube-Channel hat, dann ist es natürlich auch nicht einfach, so weiterzumachen. Und mein Credo war immer schon, Videos dann zu machen, wenn ich wirklich Bock drauf habe und wenn ich gerade für den Scheiß brenne, auf gut Deutsch. Ich habe ja oft schon diese Phase gehabt, wo ich nicht der Aktivste war. Viele Content-Creator kennen dieses Problem. Allerdings muss ich sagen, habe ich 2021 meine Community etwas zu viel im Stich gelassen. Meine Community war all die Jahre schon echt sehr nett zu mir. Für das, dass ich mir die ein oder anderen Ausrutscher auch mal erlauben durfte und auch immer wieder mal weg vom Fenster war, da ich einfach keinen Bock gehabt habe. Muss ich sagen, war meine Community echt immer sehr standhaft. Ich habe in den letzten Jahren mehr auf euch zählen können, als ihr auf mich. Das klingt jetzt immer sehr klischeehaft, aber im Endeffekt ist es genau das. Bedeutet aber nicht, dass man sich nicht mal eine Pause gönnen kann. Ich finde, für mich war das auch ganz wichtig, mal Abstand von YouTube zu halten. Ich brauchte das auch so ein bisschen, ein Stück weit, denn wenn man immer in diesem YouTube-Kosmos existiert, dann nervt einen das auf einmal auch schon so ein bisschen. Und heute möchte ich mal so ein bisschen über dieses ganze YouTube-Projekt Zelekis als solches sprechen. Denn für mich war YouTube von Anfang an schon immer so eine Substitution, um mich selber so ein bisschen von Problemen auch abzugrenzen, so mein eigenes Ding zu machen, auf Ablenkung zu treffen. Aber allerdings muss ich sagen, war es für mich auch am Anfang sehr, sehr leidenschaftlich. Für mich war das einfach das Geilste, Videos zu schneiden. Und als ich dann merkte, es schauen Leute sich an, war ich sehr, sehr motiviert, muss ich sagen. Das Ganze flachte allerdings dann aber auch so ein bisschen ab. Denn World of Warcraft hat sich in eine bisschen komische Richtung meiner Meinung nach entwickelt. Und das ist für viele nicht so verständlich, denn viele spielen das dann einfach mal zum Spaß, aber wenn man viele Videos zu World of Warcraft macht, auch wenn sie nicht sehr informativ sind, wenn man Aufnahmematerial etc. sammelt, dann ist man in gewisser Weise schon so ein bisschen in dieser Welt und versucht sich auch dementsprechend zu informieren und vor allem das Spiel so ein bisschen besser zu studieren. Ich war jetzt nie ein großer Guide, eine große Informationsquelle wie Venian etc. Bei mir war es dann einfach so, dass ich ab und an einen Mount Guide hochgeladen habe, aber in erster Linie auch sehr viele Videos, die meines Erachtens nach auf der Plattform noch gefehlt haben, wie zum Beispiel 10 Gründe für dies, 10 Gründe für das, was sehr viele Leute auch immer verurteilt haben, dass ich solche Clickbait-Videos mache. Allerdings muss ich sagen, das sind einfach so unterhaltsame Sachen, die meines Erachtens in World of Warcraft noch gefehlt haben, die man auf jeden Fall so nebenbei beim Spielen sich anschauen kann, die einem so ein bisschen das Gefühl geben, auch innerhalb einer Community zu sein. Ja, da habe ich sehr viel Hate bekommen. Allerdings bin ich mit diesen Videos auch sehr gewachsen auf YouTube. Für meine Verhältnisse konnte ich da immer sehr, sehr viele Views machen. Und es hat halt auch wirklich viele Leute immer interessiert. Und so wurden dann auch die Formate ein bisschen größer, wo ich dann drüber gesprochen habe, wie ich mein Gold farm, was meine Meinung zu dies ist, was meine Meinung zu das ist. Und auch mit so Formaten wie, was deine Rasse über dich aussagt, wo ich mich einfach humoristisch ziemlich ausgetobt habe, habe ich auch schon einige Hater nach mir ziehen können. Und das Ganze wurde immer, immer toxischer. Hat mich aber sehr lange auch gar nicht gestört. Manche Kommentare haben mich so ein bisschen aus der Ruhe gebracht. Es waren sehr schlechte Situationen, auch innerhalb der YouTube-Laufbahn dann. Und man wurde auch gemobbt, ein bisschen runtergemacht, aber alles noch im Rahmen. Also nichts, wo ich jetzt sagen würde,
ey, das wird mir zu viel, ich höre damit auf. Denn im Endeffekt waren das so 2-3 Ausrutscher, die man sich dann auch selber geleistet hat, wo man natürlich dann auch seinen verdienten Backlash bekommen hat. Was viele bereits wissen, die meisten Abonnenten habe ich mit Formaten wie 10 Gründe für, Top 10 oder auch 10 Arten von World of Warcraft Idioten gemacht, wo ich das erste Video so ein bisschen von Nixium übernommen habe. Allerdings muss ich sagen, das war 2016. Da wurde mir noch nicht so klar, dass dieses Video ein Riesenrenner wird. Ich habe auch dann entsprechend noch mehrere Teile gemacht, weil die Leute einfach so Bock drauf hatten und weil ich eben diesen Teil 1 von Nixium inspiriert nicht als einzigen Teil dann stehen lassen wollte, weil es mir teils unangenehm wurde. Allerdings da auch wieder meine Intention, Videos hochzuladen und nicht zu löschen. Also mein Credo war da so ein bisschen, meine Entwicklung vielleicht doch online zu lassen, auch wenn ich hinter vielen Aussagen bzw. auch hinter vielen Videotiteln heute nicht mehr stehen würde. Ich habe das Ganze 2016 begonnen, da war ich 16 Jahre alt, da hat sich natürlich auch einiges getan in der Zeit. Ich hatte auf YouTube eine Zeit lang wirklich ein sehr gutes Standing, sehr viele Views und sehr, sehr, sehr viel Support. Ich war da auch immer sehr dankbar und habe entsprechend viele Videos immer gemacht. Allerdings das Ganze war nicht bis zum Ende so. Es tut mir ehrlicherweise auch so ein bisschen leid, denn wenn ich jetzt zurückdenke, hat es echt sehr viel Support gegeben, den ich dann so ein bisschen mit Füßen getreten habe. Ich habe weniger Videos gemacht, habe aufgehört, den Leuten zu antworten. Das war gar nicht aus dieser Intention heraus, ich habe jetzt viele Abos, ich bin jetzt abgehoben etc., sondern das war bei mir eher mehr so, langsam fuckt mich so ein bisschen was ab auch auf YouTube, langsam wiederholen sich die Themen und da ich ja ein World of Warcraft Kanal bin, wollte ich dann auch nie den Schritt wagen, auch mal andere Videos zu machen. Ich muss aber mittlerweile sagen, mir geht YouTube so ein bisschen ab. Ich vermisse das so ein bisschen zu schneiden oder auch einfach nur Thumbnails zu designen und gerade dieser ganze Prozess, auch sich mal in Themen zu verstricken, einfach mal drauf losquatschen, was dann im Endeffekt oft bei mir der Fall war. Nachdem ich jetzt in dem ganzen Jahr nur 10 Videos hochgeladen habe, muss ich sagen, beginnt mir das Ganze echt ein bisschen abzugehen. Und ich würde YouTube jetzt nicht gerne im vollen Volumen durchziehen und alles rausholen, was geht. Ich mache das ja noch immer zum Spaß. Allerdings habe ich mir dann überlegt, wobei könnte ich Abwechslung haben und was wäre ein Format, mit dem ich wieder auf YouTube stattfinden könnte. Und bin dann auf die Idee gekommen, da ich ja Burning Crusade aufgrund der Lage von Blizzard so ein bisschen außen vor gelassen habe und mir das Ganze halt nicht mehr so angeschaut habe, einfach ein Let's Play Projekt zu starten. Aber nicht ein Let's Play Projekt, wo ich jetzt einfach 100 Folgen hochlade, denn dafür ist mein Kanal ja auch nicht gemacht. Ich habe sehr viel anderen Content gemacht, viele Leute interessiert das Ganze ja auch nicht so. Denn ein Let's Play wird auf Dauer etwas monoton. Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte ich denn machen, was könnte ich denn für ein YouTube Projekt starten, was mir wiederum Spaß macht, euch aber auch. Und momentan habe ich für mich entschieden, dass ich gerne alle Klassen in Burning Crusade mal anspielen möchte. Und dann dachte ich mir, wie wäre das mal, wenn ich alle Klassen von Level 1 bis 10 mal spiele, um mir so einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Und das Ziel dahinter ist, dass ich euch dann einfach auf die Reise mitnehme. Ich weiß, von Level 1 bis 10 kann man sich nicht so einen unfassbar krassen Eindruck verschaffen. Allerdings hätte ich persönlich einfach Bock, mir das anzuschauen. Einfach weil viel Abwechslung dabei ist, ich Bock drauf hätte und das für mich eine coole Möglichkeit wäre, wieder auf YouTube in Erscheinung zu treten. Die Folgen werden nicht langweilig, weil es dann immer so 5 bis 7 Folgen gibt mit einer Klasse und man sich das Ganze dann eben wöchentlich aktiv anschauen kann. Ich muss euch ehrlich sein, für mich hat das Ganze so ein bisschen Mut gekostet, dieses Ansagevideo zu starten, denn für mich war das schwierig, jetzt so aus dem Nichts nochmal auf YouTube in Erscheinung zu treten und über so Dinge einfach mal ganz frei von der Seele zu sprechen. Jetzt so nach wirklich 10 Uploads in einem Jahr und immer wieder Inaktivität dazwischen, mich hier hinzusetzen, ist fast schon so ein bisschen unangenehm, aus dem einfachen Grund, weil man als Content Creator sich so ein bisschen schlecht fühlt, dass man seine Community derartig in den Stich lässt. Umso mehr hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr dieses Projekt gut findet.
und bin auch mal gespannt, auf welche Resonanz es stoßen wird. Und vor allem auch könnt ihr gerne einen Namen des Projekts in die Kommentarsektion schreiben. Vielleicht übernehme ich ja einen Namen, vielleicht denke ich mir noch einen aus. Ich mache mir jetzt erstmal nicht so viel Stress darum und hoffe, das kleine und kurze Video konnte euch mal ein paar Informationen offenlegen und bedanke mich auf jeden Fall für alle, die es bis zum Schluss angesehen haben und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche, auf Wiederschauen!